Ah, ich liebe Zugfahren. Da kann man endlich mal wieder ein bisschen was lesen und alles. Bei gutem Licht. Man kommt sicher an. Och nö. Und damit herzlich willkommen bei Train 113. Ja, wir fahren mal wieder mit dem Zug, weil es ist ja schön. Und vor allem auch so schön leer, wie ich hier sehen kann. Ja, was haben wir hier? Was ist das? Okay. Ja, das ist ein Zug, das ist klar. So. Wohin fahren wir überhaupt? Steht da irgendwo was, wo es überhaupt lang geht? Also wir sind in the United States of America. Das ist schon mal schön. Ich habe keine Ahnung, wo zum Geier wir überhaupt sind, aber es hat schon alles seine Richtigkeit. I think. Wow, wir können das mal sehen. Boah, schöne Schuhe haben wir an, by the way. Ja, pff. Kann ja sein. Wieso habe ich jetzt gesagt, kann ja sein? Ist Fakt. Auf. Hallo. Bitte Fahrkartengrund. Kontrolleur. Ich will nicht sagen, aber das Licht ist ausgegangen. Könnt ihr das wieder anmachen? Und das Ruckelfest vielleicht tatsächlich noch beenden? Das wäre sehr fein. Da würde ich nicht nein sagen. Hallo? Könnt ihr mal das Licht anmachen? So dunkel hier. Hättest du mal wenigstens eine Taschenlampe durchs Fenster schmeißen können. Mal kurz klirr, Taschenlampe kommt rein. Und natürlich mit voll aufgeladenen Batterien, die mir erstmal 10 Minuten reichen sollte. Was ist das? Okay, eine Karte. Sag mal, fahr doch mal normal. Alles haut hier runter, weißt. Dieser Zugfahrer, weißt. Der kennt kein Erbarmen. Hallo? Boah, ich hasse immer. Ah! Ich habe Licht gemacht! Oh, ich bin halt der Beste. Muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Aber ich weiß immer noch nicht, was meine Destination ist. Transit Map. Das ist schön, wenn ich das auch scharf erkennen könnte, aber ist ja wurscht. Wir fahren diesem. Will nicht Horrorzug sagen. Es ist doch kein Horrorzug. Mal ab und zu. Es ist vielleicht ein älterer Zug, der hat mal ein bisschen Probleme mit der Beleuchtung, dass der mal kurz ausgeht. Solange der mich ans Ziel bringt, ist es mir pups egal. Fahr mal einfach mal. Keine Ahnung. Zu viel Monster gehabt. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur ans Ziel. So, Fahrkartenkontrolleur. Wieso ist das da vorne abgesperrt? Hä? Was? Wieso kann ich nicht mehr zurück? Wieso ist das hier so unscharf? Warum ruckelt das so? Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Dann marschier mir halt. Wieso? Ja, nicht. Ja, wieso? Wieso gehst du nicht auf? Ja, weil hier versperrt ist. Das Spiel sagt, nein, du kommst hier nicht durch. Oh, da hockt der E-Corner. Wieso müssen wir da absperren? Da ist doch Corner. Oh, Blut. Ach nein, ich sehe den Bimbus vom Hauptgang. Oh, der wackelt aber ganz schön, hey. Schöne Stirn hast du, by the way. Ja, schön gewackelt. Also, ich sehe. Haxenabdrücke. Blanke Haxen. Okay, du bist dahin marschiert. Und dann irgendwie da. Da endet diese Spur. Ja, weil du bist hier hinkommen. Ja, da wackelst du mit deinem Kopf. Vielleicht sehen wir woanders wieder eine Spur. Nein, weil ich nicht weiterkomme. Also, ja, ich sehe die Haxen da oben. Ist ja klar. Ist ja klö. Klö. Ist ja klö. Schön. Ja, der Bimbus nervt mich langsam, Kollege. Hallo. Kann ich hier was tun? Oh. She wants the dark, in the dark. Also, sie mag die Dunkelheit. Das ist schön, dass sie die Dunkelheit mag. Ah, jetzt. Ach nö, ist es nicht sowas wie, weißt, geh von Punkt A nach B und irgendwann verändert sich die Sache. Also, du rennst immer wieder das Gleiche ab. Und auch, ja, das ist so eine Art von Spiel. So. Fortschritt. Wir sind im nächsten Abteil. Ihre Fahrkarten bitte. Sie haben keine. Pech gehabt. Raus. Klirr. So was macht man nicht. Das macht ein Kinderwagen. Hab ich was verpasst? Ich darf diesen Kinderwagen nicht sehen. Ich darf diesen Kinderwagen nicht sehen. Warum darf ich den nicht sehen?
Da war bestimmt ein sehr, sehr schönes Baby drin. Und wo ist die Mutter? Davor da? Was sind die? Ich sehe immer noch die Abdrücke. Oh, hi! Jetzt habe ich die endlich gefunden! Ich hab dein Baby gefunden im Kinderwagen! Alles klar, ich werde diesen Zug nie wieder betreten. Das könntest du ja mal vergessen, hey. Nee, weder. Ich will raus hier, ich mag das hier nimmer. Ich will ankommen, aussteigen ist es mutig. Ich weiß nicht mal, wo wir lang kommen. Aber schön, dass hier offen ist, weißt? Ja, schön, schön, offen. Ja, toll, freu mich. Ich gehe raus. Nein. Lol, was ist hier? Ein Kreuz. Wer hat das Kreuz hingelegt? Ich will es nicht über das Kreuz latschen. Morgen nicht. Ja, gut, jetzt haben wir ein Kreuz entdeckt. Ja, toll. Oh weh. Genau, das erhebt sich jetzt. Natürlich in die andere Richtung des Kreuz. Ihr wisst schon, das Kreuz umgedreht. Ihr kennt's. Platsch, fliegt es einfach runter. Sieht schon ziemlich abgenagt aus. Alles klar. Ich habe alles gesehen, was ich sehen will. Ich möchte gerne hier aussteigen. Toll. Oh, hallo ihr! Endlich mal eine Person! Eine normale Person, hallo! Hallo! Machst du mir mal auf? Müsste ich sagen, ich soll jetzt... Wieso ist da jetzt offen? Ah ja, weil ich Idiot das aufgemacht habe. Natürlich! Ein Held hab's ja... lol? Okay, jetzt pass mal auf! Ich kann hier gar nichts tun. Ich kann das Fräulein anschauen. Das ist schön. Ich komme auch nicht mehr zurück in das eine Abteil. Nee. Wir machen freiwillig das Licht aus. Ja, genau. Ich habe ja Bock, das freiwillig Licht aus. Was ist denn hier? Wow, das sind ja wohl die lebendigsten Ketten, die jemals irgendwo runterbaumelt sind. Alter, hey, die freuen sich ja total, uns zu sehen. Oh, ja, genau. Oh, ja. Das ist ja toll. Ketten sind normalerweise... Also, das... Nee. Das ist einfach... Nee. Ah, lass mich durch. Setz dich so quick lebendig. Toll. Steht da jemand? Leute, steht jemand? Oder? Nö. Nee, lass mich durch. Durch, 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 durch. Du willst nicht sagen, ich muss die ganze Zeit von A nach B rennen. Das ist ein bisschen anstrengend, Kollege. Oder soll ich irgendwo das Licht anmachen wieder? Guess what? Hier ist ein Schlüssel. Ich hätte den ja niemals entdeckt. Hi! Nein, Fräulein! Auf! 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 Na toll. Ja, bin geschnappt. Das war bestimmt das herzliche Fräulein da, was da rumgewippt ist. Und ich wäre sonst in ihre Privatsphäre eingedrungen. Und das wollte sie nicht. Deswegen hat sie mich geschnappt. Oh, sie hat uns hochgehängt. Hallo, Fräulein. Jetzt bauen wir bis an unser Lebensende hier rum, oder was? Thank you very much for playing our little game. It's just an alpha version. And yeah, we want to make a full game of it. And if you like, support us. Aber eigentlich ein cooles Spiel. Yeah, and yeah, have a nice day. Das war Train 113. Ich fand's persönlich gar nicht so kernschlecht. Manchmal habe ich ja nicht gewusst, was ich tun soll. Aber dabei in Ketten, ich hätte ja nie und nimmer gleich den Schlüssel gefunden. Aber mal schauen, was draus wird. Wir wollen ja ein komplettes Spiel draus machen. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet.
Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.